Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und wie angekündigt ist mein Gast heute Hugo Müller-Fock. Und bevor ich mit der Bildzeitung anfange, Sie haben, Herr Fock, ich grüße Sie. Guten Tag. Bei der FAZ angefangen, so richtig? Nein, angefangen habe ich bei Mannheimer Morgen. Das war stimmt. Noch viel früher, ja. Das war noch viel früher. Also, ich habe letztens mich mit dem Herrn Jörges unterhalten und er hat gesagt, so Zeitungen, wie wir sie jetzt haben, der seriöse Journalismus, da macht er sich ein bisschen Sorgen drum. Wie geht es Ihnen mit dem seriösen Journalismus? Es ist mit den Händen zu greifen, dass die Verlage sparen und sparen meines Erachtens an der falschen Stelle, nämlich beim Personal. Es gibt eine zunehmende Tendenz, gerade auch in mittelgroßen Zeitungen, in der kleinen ohnehin, dass man am Personal spart, die Leute ausbeutet. Und wenn ein Kollege die doppelte Arbeit machen muss, wie das früher der Fall war, dann kann die Qualität nicht besser werden. Und dann werden die Zeitungen schlechter und das wiederum verführt die Leute dazu, auf Zeitungen zu verzichten. Insofern sparen sich meines Erachtens ein Teil der Verleger, spart sich ins eigene Grab. Mhm. Apropos seriöser Journalismus, Sie arbeiten ja auch für die Bild. Ja. Wie wichtig ist der Bild-Zeitung der seriöse Journalismus? Also ich glaube, bei der Bild-Zeitung gibt es schon den großen Ehrgeiz, dass wenn man eine Geschichte ausgräbt, Exklusives hat, dass am nächsten Tag nicht irgendeiner sagen kann, es war alles falsch. Und das ist natürlich, wenn die Bild-Zeitung sich sozusagen blamiert und daneben greift, gar eine Gegendarstellung drucken muss. Wobei Gegendarstellungen sind ja richtig, also sich korrigieren muss, sagen wir mal so, weil Gegendarstellungen muss man manchmal drucken, auch wenn man recht hat. Also wenn sich die Bildseite korrigieren muss, ist es sehr peinlich und das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Druck, der auf allen lastet. Ja, da wird man zugespitzt für den Boulevard. Nicht jeder ist pensionierter Geschichtsprofessor und liest die Sache gerne etwas in einer etwas langatmigen Form, sondern es gibt auch Leute, die wollen auch nur kurz lesen, die wollen zugespitzt lesen, aber es muss stimmen. Und das ist, glaube ich, schon bei der Bildzeitung ein ganz wichtiges Kriterium. Wie betrachten Sie dieses Hoch- und Runterschreiben von politischen Persönlichkeiten? Also nehmen wir Gutenberg, nehmen wir Wulff, Röttgen. Das ist etwas, was alle Zeitungen machen. Ja, also ich meine jetzt nicht nur die Bild-Zeitung, sondern Was sagt das über unsere Medien aus, wenn Personen so hochgeschrieben und runtergeschrieben sind? Also zunächst mal sagt das etwas über die Gesellschaft aus. Für nichts interessieren sich die Menschen so sehr wie für Menschen. Davon existieren auch die ganzen bunten Blätter, die also über irgendwelche Königshäuser schreiben und die Befindlichkeit von irgendwelchen Prinzessinnen, wo ich jetzt kein Experte bin, auch nie einer werden will. Die Leute interessieren sich für menschliche Schicksale und dann kommt ein neuer Politiker und dann sieht er auch noch gut aus und versprüht Glamour und dann ist es ein Held und dann sagen die Leute, bewundern es einerseits, kometenhafter Aufstieg. Und auf der anderen Seite, wenn der dann stolpert, freuen sich die Leute auch wieder, weil auch wiederum Schadenfreude die schönste Freude ist und sagen, bei dem zu Hause geht es auch nur so zu wie bei uns und auch die kochen noch mit Wasser. Also insofern, die Leute wollen einerseits bei Leuten emporschauen, sie bewundern und andererseits empfinden sie auch gerne mehr Schadenfreude. Also wir können natürlich über unsere niederen Instinkte reden, aber Ich frage mich, gerade Christian Wulff, und ich weiß, meine Zuschauer wissen zumindest, dass ich dem nicht so nahestehen kann. Ja. Aber wenn ich sogar da sitze und mir denke, es ist eigentlich schon eine Sauerei oder es ist schon sehr unmenschlich, wie man mit einem Menschen so umgeht. Wie haben Sie das empfunden? Ich muss sagen, also er tut mir leid. Er hat dumme Fehler gemacht, blöde Fehler gemacht. Ich bin überzeugt, dass die juristische Sache ausgeht wie das Hornberger Schießen. Da wird strafrechtlich, ist da gar nichts. Und dann ist er gestolpert über Verfehlungen, die eigentlich ja eher sozusagen Petitessen sind. Aber er hat Fehler gemacht im Handeln. So, was bei ihm hinzukommt, er hat natürlich immer sehr hohe moralische Maßstäbe vertreten. Er hat mir mal erzählt, stand auch in dem Buch drin, das ich mit ihm gemeinsam gemacht habe. Er habe in der Spendenaffäre beispielsweise damals ernsthaft überlegt, mit der Politik Schluss zu machen, weil er in einem Umfeld, in einer Organisation, wo sowas möglich ist, gar nicht mehr länger sein wollte. So ehrlich war er.
Und er hat beispielsweise in dem Jahr, bevor da seine Hausgeschichten da hochkamen, bei mehreren großen Reden an die Vorbildfunktion der politischen Eliten appelliert und gesagt, die politischen und gesellschaftlichen Eliten müssten stärker Vorbildfunktion übernehmen. Gut, da ist aber natürlich ob man ihn jetzt killt oder richtig durchs Dorf treibt, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. So. Und da ist natürlich, da ist übertrieben worden, das ist völlig klar. So wie er auch übertrieben gefeiert wurde als diese Patchwork-Familie. So als quasi so nach dem Motto, also wenn jemand noch nach 30 Jahren mit der eigenen Frau zusammen ist und mit den Kindern aus dieser Beziehung, dann muss ja irgendwas falsch sein. So, die moderne Familie besteht ja aus mehreren Beziehungen vorher und Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Da wird das irgendwie, so, also ja, aber auch da war der Mechanismus einerseits die Bewunderung, das moderne Präsidentenpaar und dann auch wiederum diese auch die Schadenfreude, dass er auch Väter gemacht hat. Wobei er, wie gesagt, er hat seinen Kritikern auch verdammt leicht gemacht. Wobei, wissen Sie, das Schlimmste war ja eigentlich gar nicht, was die Medien gemacht haben. Das Schlimmste, was ich fand, war, was die eigene Partei mit ihm gemacht hat, nämlich die eigene Fraktion, als er seine Übergangsräume bezog und man ihm da drüben unter den Linden im Hinterhaus unter dem Dach drei Räume abgetreten hat. Das war jetzt nicht die bösen Medien, das war jetzt nicht mal die böse, aus der Sicht der Union, nicht mal die böse SPD, das war die eigene Fraktion, die dachte, also für den ist da hinten, sind diese drei Dachkammern eigentlich gut genug. Das ist dann schon teilweise wobei schlimm. Die CDU schon geübt ist, jetzt richtig im Opfern von Persönlichkeiten in den letzten Jahren. Die Union war immer eine Partei, wo die Leute, wenn sie keinen Erfolg mehr hatten, nicht allzu nachsichtig behandelt wurden. Aber ich würde gerne noch kurz bei Medienmacht bleiben. Und mir geht so ein Gedanke durch den Kopf und ich wollte wirklich Ihre Hilfe auch mal beim Durchdenken. Ich habe das ziemlich gut beobachtet bei der FDP damals, als die FDP so runter, ich sag mal, geschrieben wurde. Und nach einer Weile wie Phönix aus der Asche ein Christian Lindner auftaucht und das Ganze stabilisiert sich. Und ich habe das Gefühl gehabt, da haben Medien das Interesse, vielleicht auch mit anderen Interessensvertretern, die Darsteller zu ändern und händelbar zu machen. Und wissen Sie, was ich mir im Moment denke? Innerhalb der Piratenpartei erlebe ich das ähnlich. Die sind jetzt von über 10% auf runter auf 5% und es werden wieder Personen in den Vordergrund geschoben, die jetzt geopfert werden. Mich würde es nicht überraschen, wenn die sich ebenfalls in wenigen Monaten stabilisieren und wieder jemand wie Phönix aus der Asche kommt. Die Frage ist, hat Medienmacht wirklich auch was mit der Personaldebatte von Parteien zu tun? Und glauben Sie, dass das so ist, wie ich mir das zumindest so denke? Also die Medien gibt es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass es da irgendwo ein Zentralkomitee gibt. Das nehmen wir an, pauschal. Es sind auch nicht die bösen Medien, sondern Interessen in den Medien. Also zunächst haben Sie ein Faktum. Es gibt ein politisches Interesse und ein journalistisches Interesse. Also zunächst mal gibt es sind auch Journalisten Menschen und alle Umfragen unter Journalisten, die sich politisch einordnen, zeigen, zwei Drittel ordnen sich links von der Mitte ein. Und zur FDP bekennen sich, glaube ich, unter den deutschen Journalisten 5% oder 8%, je nachdem. Das ist so schon fast in der, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit ist schon höher als die Zahl. Das heißt, die FDP hat in den Medien wenige Freunde. Folglich bekommen sie mehr Prügel ab. Da kann ja keiner erzählen, dass er, wenn er überzeugt ist, dieses Land braucht eigentlich eine rot-grüne Regierung mit starken Grünen, das wäre gut fürs Land, dass er jeden Tag bei jeder Zeile, die er schreibt, das über völlig verdrängt. Also glaube ich, das sind wir alle Menschen und das sollten auch die Kollegen nicht so tun, als hätten sie nicht auch sozusagen eine gewisse politische Grundausrichtung und würden das alles nur ganz, ganz streng neutral sehen. So, bei den Piraten war natürlich auch der Effekt, da kommt was Neues, das ist was Spannendes. Interessant war ja beispielsweise, dass mein alter Verein, die FAZ, ja die Piraten hochgejubelt hat, bis dann einige Herren dort merkten, dass wenn die sich durchsetzen könnten, ihre Einnahmen aus Buchtantiemen, Buchhonorare, drastisch nach unten gingen. Weil ja dann das Buch sozusagen frei zum Ausschlachten ist, weil ja jeder alles abschreiben darf. Und dann wurde beispielsweise auch die FAZ viel kritischer gegenüber den Piraten. So, die Piraten haben Personalprobleme, das eigentliche Problem bei den Piraten ist doch, dass man eigentlich nicht weiß, für was sie stehen. Das war aber nicht genau die Frage. Ich finde das interessant, aber ich wollte wissen, ob Sie sich vorstellen können, dass es ein Medieninteresse gibt, diese Partei ruhig in den Bundestag zu lassen
nur unter einer anderen Führung, dass man gerade Interesse hat, die Personaldebatte massiv zu beeinflussen durch Medienpolitik. Das bezweifle ich, weil wir ja konkurrierende Medien haben, wir haben keine gleichgeschalteten Medien. Es ist ja nicht so, dass sich da einige die Köpfe zusammenstecken, also sagen wir mal, das Spiegel, Fokus, Bild, Welt, FAZ und Süddeutsche gemeinsam sagen, so Leute, jetzt mal, es gab mal so Ansätze in einem eher unpolitischen Gebiet bei der Rechten. Ich denke übrigens auch nicht an die Union, ich denke beim Thema Grundeinkommen, da drehen die Gewerkschaften durch, ja. Beim Thema Urheberrecht auch die Sozialdemokraten. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sozialdemokratische Medien sind. Ja, aber da wir keine gleichgeschalteten Medien haben das hängt teilweise auch... Mach ich es zu einfach. Ja, da mache ich es zu einfach. Das ist so ein Klischee, glaube ich, dass die Medien sind täglich im Wettbewerb um die Einschaltquote, um den Verkauf am Kiosk. Und wenn da einer das Gefühl hat, er kann eine tolle Schlagzeile machen, die sich verkauft, mit einem barfuß in Sandalen herumlaufenden Bundesgeschäftsführer, der allen Leuten erzählt, er sei so ein toller Mensch, dass mehrere Frauen ihn gleichzeitig lieben, ohne jede Eifersucht, und dass der Staat ihn zu ernähren habe. Und weil die auf dem Amt ihn nicht sozusagen als Respektsperson behandeln oder nicht als Celebrity behandeln, sondern von ihm wollen, dass er den gleichen Fragebogen ausfüllt. Es gibt dann auch CSU-Ministerpräsidenten, die rumgehen und Trachten anhaben und auch der Meinung sind, dass mehrere Frauen einen lieben können. Also, oder? Ja, aber die zahlen dann manchmal auch dafür. gut. Mich würde noch interessieren, was beschäftigt einen Menschen wie Hugo Müller-Fork, wenn er so auf die Gesellschaft rausguckt? Was beschäftigt Sie als Journalist, als Mensch? Also mich beschäftigt natürlich schon die Frage, wie sieht dieses Land in 20, 30 Jahren aus? Und da macht mir ehrlich Sorge, dass wir doch Probleme haben im sozialen Bereich, dass wir in der sogenannten Unterschicht Entwicklungen haben, dass inzwischen es die dritte Generation von Empfängern von staatlichen Transferleistungen gibt, wo Kinder aufwachsen in einem Umfeld, die nie erlebt haben, dass die Eltern morgens aufstehen, sich in einen arbeitsfähigen Zustand versetzen und zur Arbeit gehen, sondern wo Kinder groß werden, wo die Kinder raus müssen morgens, wenn die Eltern sich doch so kümmern, also die Schule müssen, während die Eltern weiter schlafen und irgendwie doch Geld da ist. Also wenn Kinder als Berufsschule sagen Hartz IV, dann ist etwas furchtbar schlecht gelaufen, etwas furchtbar falsch gelaufen. Aber wenn es die Medien nicht gibt, gibt es die Unterschicht? Nicht im Sinne einer zentral gesteuerten, das ist richtig, aber natürlich, ja, es gibt bestimmte Kriterien, die da zutreffen, das heißt, keine Ausbildung oder fast keine Ausbildung, mangelnden Arbeitsantrieb, dann schon in der zweiten Generation mehr oder weniger von staatlichen Leistungen abhängig. Ich glaube, das ist schon, und es gibt natürlich noch einen hohen Migrantenanteil, wobei ich glaube, die Verhaltensmuster zwischen den Zugewanderten und denen, wo schon der Urgroßvater Deutscher war, wenn sie keine Ausbildung haben, wenn sie kein Interesse haben zu arbeiten, da kein großer, glaube ich, keine großen signifikanten Unterschiede gibt, ob jetzt die Hartz-IV-Familie in der dritten Generation aus der Türkei kommt oder ob die aus Wanne-Eickel kommt. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe. Und bitte um drei ganz kurze Assoziationen. Luc Jochensen. Eine kämpferische Linke, die nie in ein Parteischema passte und die menschlich äußerst anständig mir gegenüber immer war. Oscar Lafontaine. Ein hochbegabter Politiker, der aber gescheitert ist an dem Wunsch, alles hört auf mein Kommando. Gregor Gysi. Ein intelligenter, witziger Mensch. Ich habe mal in einem Interview gesagt, und das wiederhole ich gerne, wenn ich die Wahl habe, abends mir einen auszusuchen, mit dem ich ein Glas Wein trinke, wäre Gregor Gysi immer auf meiner Shortlist. Machen Sie sich nicht Sorgen, so als Konservativer, dass Sie fast zu viel Affinität für Linke haben? Das ist der große Irrtum, den auch Sie unterliegen. Die Konservativen sind die wahren Liberalen, während die Linken meist etwas fanatischer sind. Ich danke für das Gespräch. Bitte sehr. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerne. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist Professor Dr. Butterwegge und das Thema Armut im Alter. Bis zum nächsten Mal. Danke. Okay, voll gut.